So, ich habe alle Missionen, alle Vorbereitungsmissionen erledigt. Ich kann Gairo Berico heißt. Nun starten, wie gesagt, ich gehe mit dem Longfin-Boot rein. Hole zuerst die Beute auf die Zusatzbeute und dann erst die Hauptbeute, das Anwesen betreten wir über den Abwasserkanal. Und hauen dann auf schnellstmöglichem Weg ab. So. Wir starten. Panzerung brauche ich nicht, weil ich mache es ja sneaky. Also unentdeckt will ich da durchkommen, damit ich Elite Challenge bekomme. Und wie gesagt, Longfin ist der Annäherungsmethode. Ich gehe. Oh, jetzt muss ich schauen, was ich mache. Nein, ich gehe zum Norddock und hole dort die Beute ab. Koks und Weed hole ich von dort über den Abwasserkanal dann rein. Das Ganze mache ich in der Nacht, damit ich weniger gut gesehen werde, nicht entdeckt werde. Schalldämpfer braucht es natürlich, damit man mich nicht hört. Schicke Kleidung an und los geht's. Wobei schicke Kleidung ist übertrieben, ist ja nicht besonders schick. Ist einfach das, was ich immer anziehe. Vielleicht ist das ein bisschen Aberglaube. Die Verarschung hier, dass er mich hier hinführt. Obwohl ich ja da vorne hin will. Komm, geh raus hier. Geht zuerst an einen anderen Ort. Zuerst Koks holen und dann auffüllen mit Weed. Warten, bis der nach vorne kommt. Sich ihn problemlos abschießen kann. So, halbe Tasche mit Koks füllen. Sieht den Backpulver, was immer das ist. Und dann auffüllen mit dem grünen Zeug. Jetzt kann ich da die Tasche nicht ganz füllen, jetzt muss ich noch da ans andere Kabäuschen zurückrennen, um dort den Rest auszufüllen. Schnell auffüllen, wenn die Tasche voll ist.
So, sehr schön. Zurück zum Boot. Zurück zum Boot und dann nach unten zu El Rubios Anwesen. Um die ganze Insel rum, aber es ist eben wie gesagt am schnellsten, es ist viel schneller als wenn ich da auf dem Landweg zu El Rubios Anwesen fahre, und vor allem der Abwasserkanal ist der sicherste Weg, um unentdeckt, der sicherste und schnellste Weg, um unentdeckt reinzukommen. Mit dem Schweißgerät da das Metallgitter aufmachen. Und eben hier nicht vergessen, die Sauerstoffmaske, da das Atemgerät anzuziehen. Obwohl, wenn man geübt ist mit Tauchen, dann schafft man es auch ohne Atemgerät, aber die Gesundheit leidet dann am Schluss. Also es ist so sehr knapp dann, knapp vor dem Sterben ist man dann am Schluss da im Anwesen drin. So, wir haben es. Einen kurzen Schluck trinken. Also in der Compound drin, im Anwesen drin, ist eigentlich immer derselbe Ablauf. Also ich gehe da immer denselben Ort durch. Den ersten Kill muss ich nicht machen, aber den mache ich, damit das Timing stimmt. Sonst bin ich zu früh. Muss woanders warten, also. Weil der Juggernaut hier beim nächsten Kill, der darf nicht zu nahe dort sein, sonst bemerkt da der Juggernaut, dass da einer umfällt. Jetzt hier muss ich ein bisschen warten, bis der Juggernaut weg ist. Und dann kann ich den Kill machen. So, jetzt brauche ich einen Schlüssel, dass ich unten rum reinkomme. Kurz hier hoch, um zu triggern, dass die Guard losläuft. Entschuldigung. So. Jetzt kann ich den killen. Vielleicht hat der den Schlüssel. Nein, aber hat Munition. Manchmal habe ich auch Pech und erwische den Schlüssel nicht, dann kann ich nicht unten rein. Doch, er hat einen Schlüssel. Jetzt kann ich aber trotzdem zuerst nach oben, leere den Safe. Diesen Tresor hier gibt mir auch nochmal 80.000. Jetzt gehe ich über den Keller rein, hier nicht über den Lift nach unten. Und ich renne wieder außen rum und gehe über den Keller rein. Weil da muss ich weniger hacken, dann bin ich schneller. Ich habe ja den Schlüssel. So, mit dem Schlüssel aufgemacht.
fröhlich reingehüpft. So, und jetzt hier das Hacken ist hier eben einfacher als beim Lift. Einmal geschafft, jetzt noch ein zweites Mal. Und ein zweites Mal geschafft, und schon bin ich drin. So weit, so einfach. Und der Rest ist jetzt Handwerk hier, ist kein Problem mehr. Eben leider nur der Whisky. Das nicht so viel Geld bringt, aber. So, geschafft. Und raus hier, raus, raus, raus. Da gehe ich wiederum nicht über den Lift, sondern direkt hier unten über den anderen, über den Ausgang hier raus. Und dann muss ich nur noch aufpassen, dass sie mich nicht erwischen. Sehr gut. Also von der Zeit her sollte das klappen, wenn ich jetzt nicht erwischt werde. Und ich gehe nicht über die Landebahn raus, sondern ich springe hier direkt ins Meer, weil extra Loot habe ich ja schon, die Zusatzbeute. Da muss ich dann nicht mehr ins Landesinnere, ins Inselinnere rein, sondern kann da direkt aufs Meer raus und fliehen. Aufpassen, dass ich hier nicht umfalle mit dem Moped. Diese Bäume sind hier garstig zum Teil. Alles gut gegangen. Und weg. Zum Dinosaurier-Skelett? Nein, da zum Wal-Skelett. Da vorne hat es ein Wal-Skelett und dort ist dann der Punkt, wo ich abgeholt werde. Also ich würde jetzt auch wieder schätzen, wenn es jetzt hier klappt mit der Mission beenden, 12 Minuten oder so, 12, 13 Minuten. Tasche ist voll, ich wurde nicht entdeckt, also ist das Elite geschafft. Aber sehen wir ja gleich. Eben leider bringt das nicht so viel Geld, weil es ja nur der Whisky ist, aber immerhin. Gut über 1 Million in so kurzer Zeit. Minuten 17, eine sehr gute Zeit, wirklich eine sehr gute Zeit. Hätte ich nicht gedacht, es kommen nochmal 100.000 dazu. Für Elite, genau. 1,4 Millionen, davon kommen wieder ungefähr 100.000 weg. Also ich bekomme 1,3 Millionen ausbezahlt am Schluss. Wunderbar, das war's.